Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Age of Empires 2 Definitive Edition. Wir sind ja in der Barrie-Kampagne und sind jetzt bei Mission 5. Wahrscheinlich die letzte Mission, vermute ich einfach mal, die nahende Flut. Junge Menschen suchen Ruhm auf dem Schlachtfeld und halten Krieg für eine edle Angelegenheit. Sie wissen nicht, dass ihre Suche vergebens sein wird. Im Krieg warten nur Chaos, die Schreie sterbender Männer und der Gestank des Todes. Ich sehne mich nach Frieden und Wohlstand. Ich erinnere mich kaum noch an den Klang von Musik in den Straßen und die Geschäftigkeit am Markttag. Stattdessen herrscht der Lärm der Schlacht, das Pfeifen der von normannischen Katapulten geschleuderten Steine und die tristen Geschichten jener, die das Gemetzel des Tages beim Bier in der Taverne nicht vergessen können. Mein Vater trat mit einem Schwert und seiner alten Rüstung aus Helm, Brustpanzer, Waffenrock und Beinschienen an mich heran. Sie sind dein. 200 Jahre hat unsere Familie dieser Stadt gedient. Doch heute musst du sie verlassen. Ich bin zu alt für diese Reise. Doch wenn du lebst, wird mein Tod nicht umsonst gewesen sein. Eines Tages wirst du deinem Sohn diese Geschichte mit demselben Stolz erzählen. Kämpfe tapfer, entkomme und erlebe die Zukunft. Okay, interessant. Also, wie ich glaube ich schon mal erwähnt habe, ich habe von Barrie nicht so viel Ahnung. Also, vorher hat mir das zumindest nichts gesagt. Aber kann auch sein, dass ich halt einfach das, was ich darüber wusste, einfach vergessen habe. Oder es halt nicht in Verbindung bringen kann aktuell. Aber ich tippe eher davon, aber ich gehe eher davon aus, dass ich wirklich keine Ahnung von Barrie habe. Kann ja auch mal vorkommen. Aber wenn ich geschichtlich schon eigentlich relativ gut bewandert bin. Aber hey, man kann ja nicht alles wissen. Fängt es jetzt mal. Die Frage ist jetzt, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt fliehen oder Andreas Nautikos muss überwarten, sie Anweisungen. Das führt die Verzerrung von Barrie an, während Andreas nur einen Teil seiner Armee befehligt. Sie können daher weder eigene Gebäude errichten noch eine Wirtschaft aufbauen. Scheiße. Verbündete Mönche können ihre Soldaten heilen. Sie werden Barrie allerdings nicht verlassen, um ihnen in den Kampf zu folgen. Falls sie ihr eigenes Kloster erlangen sollten, können sie nach Reliquien suchen. Verschwenden sie keine Energie beim Angriff auf die Hauptlager der Normannen. Konzentrieren sie sich auf die Aufträge. Okay. Hauptmann Nautikos, die Lage ist ernst. Doch wenn wir die normannische Flut bis zum Eintreffen der Verstärkung eindämmen, besteht noch Hoffnung auf ein Ende der Belagerung. Die Normannen haben uns umzingelt, aber den Mutigen gehört die Welt. Wir müssen zuschlagen, wenn sie es am wenigsten erwarten. Ich werde dafür sorgen, dass alle normannischen Angriffe auf die Stadtwelle abgewehrt werden. Ihr habt den Befehl über alles, was außerhalb der Welle geschieht. Enttäuscht mich nicht. Okay. Zerstören Sie das normannische Kloster ist. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mit dem. Der dahin soll dann, der Ochsenkarren, ich weiß es nicht. Oh, ich sollte aber mal definitiv hier unten. So, einmal hier bitte. Ich muss einmal da die.
Diese Nahrung wird unsere wackeren Verteidiger stärken. Ihr habt euch abermals bewiesen, Hauptmann Nautikos. Okay, damit habe ich das dort. Wenn ich das Kloster weg habe, ist das auch schon mal. Zerstören Sie die normannischen Turm. Mhm. Ich fühle mich unwohl dabei, ein Haus Gottes zu plündern. Doch in Zeiten wie diesen müssen wir selbst uns Hoffnung geben. Ich kann hier aber auch wirklich nichts selber produzieren. Das heißt, ich muss hier quasi schauen, dass ich... Nicht gut. Die Normannen greifen erneut an. Der Katepan bittet euch, ihm alle Männer, die ihr entbehren könnt, zur Hilfe zu schicken. Ja, gut, mache ich gleich. Ich mache hier kurz nur noch mal... Impero Pugno. Comita. So, ihr dann bitte rein. Sane. Gut, einmal hier alles. Damit kann ich Gold mir besorgen. Du bitte einmal dort oben rein. Diese Nahrung wird unsere wackeren Verteidiger stärken. Ihr habt euch abermals bewiesen, Hauptmann Nautikos. Ein Ago. Fuck, ihr seid keine. Okay, du bist berittener Bogenschütze. Ein Ago. Okay, ja, nicht wundern. Aktuell werden hier neue Rauchmelder montiert, daher. Die Normannen greifen erneut an. Der Katepan bittet euch, ihm alle Männer, die ihr entbehren könnt, zur Hilfe zu schicken. Ja, ich weiß. Habe ich hier nicht... Da sind Ställe, okay. So, ein paar Mönche hier noch. Nicht gut, nicht so ganz gut, zumindest. Ein. Kommt. Ich hoffe, dass ich euch eigentlich da down bekomme.
Nee, du wirst ja nicht mit rausgehen. Aber dich sollte ich mal dahin packen. So, da oben hin. Da muss ich noch hin. Den Turm. Soll ich mich auch noch mal dann drum kümmern. Ja, nicht gut. Es ist jetzt sehr bescheiden, dass ich da die verloren habe. Gut. Hier kann ich nichts bauen. Mhm. Ist was? Da sind Belagerung. Zerstören Sie das normannische Holzfällerlager. Ich weiß leider nicht, wo das Holzfällerlager ist aktuell. Ist das vielleicht da oben? Das hier könnte es. Ja, das ist es. Gut, dann soll ich da hingehen gleich. Mit meiner Armee. Ein Presto. So, die sind alle geheilt offenbar. Sehr schön. Salve. Ein. So, okay. Dann würde ich sagen, mit euch mal raus. Die Normannen greifen erneut an. Der Katepan bittet euch, ihm alle Männer, die ihr entbehren könnt, zur Hilfe zu schicken. Ja, mache ich ja schon, indem ich hier. So, einmal meine Armee da raus. Dort Hallo sagen und halt. Die hängen da fest. Oh nee, ist ja ätzend. Alter, so wirklich optimal läuft das hier nicht. Das finde ich echt nicht so gut. So. Einmal hier oben hin. Es läuft nicht so. Das läuft irgendwie nicht so. Kommt einmal hier. Jetzt weiter. So. Danke. Immer noch eine Runde schlecht, aber hey. Dann hoffe ich mal, dass ich hier okay, das sieht auch ganz gut aus. Die konnte ich relativ gut hier die
Diese Nahrung wird unsere wackeren Verteidiger stärken. Ihr habt euch abermals bewiesen, Hauptmann Nautikus. Mhm. Sahne. Einmal den da bitte zerstören. Oh, hier. Die Normannen greifen erneut an. Der Katepan bittet euch, ihm alle Männer, die ihr entbehren könnt, zur Hilfe zu schicken. So. Einmal das da oben. Nicht so ganz optimal da. Holzfällerlager hat ihre Belagerung vorangetrieben. Nun wird es uns sicherlich besser ergehen. Gut. Das ist sehr schön. Da habe ich auch gut was an Holz bekommen für. So, wenn das weg ist, ist auch gut. Oh, hier ist eine Schmiede. Auch sehr gut zu... Schmiede geborgen. Das ist doch sehr schön. Gut, da ist nichts weiter. Dann sollte ich mal hier in die Richtung gehen jetzt. Die Normannen greifen erneut an. Der Katepan bittet euch, ihm alle Männer, die ihr entbehren könnt, zur Hilfe zu bringen. Ja, ich bin jetzt schon dabei. Auch wenn das gerade nicht so optimal funktioniert hier. Nein. Ich möchte gerade noch nichts mit dem Turm da zu tun haben. Sorry, aber nein. Ja, das ist nicht so... Salve, sane. Ein Impero, presto. Ich weiß halt nicht, kann ich die hier wegmachen? Die stören mich nämlich, glaube ich. Impero, ein. Sorry, so, den da weg.
Ich gehe da jetzt raus. Okay, vielleicht soll ich den dann da noch. Ach fuck, die hängen ja tatsächlich drum fest, toll. Ein. Impero. Presto. Porro. Ein. Sane. Ago. Oh. Der Ochsenkarren, der sollte mal da rein. Impero. Das finde ich gerade nicht so optimal. Die Normannen greifen erneut an. Der Katepan bittet euch, ihm alle Männer, die ihr entbehren könnt, zur Hilfe zu schicken. Ich hab... Oh fuck, ich hab keine... Okay, das ist natürlich nicht so gut. Eins von drei normannischen Schmieden geplündert. Wo ist meine. Da ist meine Armee. Naja, so wirklich Armee will ich das nicht nennen, aber gut. Das Problem ist halt auch, dass die da festhängen. Das ist halt auch so das große Problem. Kann ich die hier einquartieren? Nee, kann ich nicht. Ah, shit. Diese Nahrung wird unsere wackeren Verteidiger stärken. Ihr habt euch abermals bewiesen, Hauptmann Nautikos. So. Okay, da oben mag Karren hin. So. Also irgendwie macht der Typ aber auch nicht so viel der andere, muss ich sagen. Wo zum Henker sind aber... Ein wenig leichte Kavallerie, ein wenig Pikiniere. Ich habe echt kaum noch Truppen, das ist nicht so doll. 70. Es ist nicht so optimal. Ich möchte nämlich schon mindestens einen Rambock haben damit. Damit ich den einen da niederreißen kann. So, weg mit euch. Ey, komm, ey, das ist doch nicht wahr. Wie da jetzt schon wieder alle dementsprechend draufgegangen sind, ey. Ein. Sane. Rest ein. Ago. Es ist echt nicht sonderlich gut, leider. Ich könnte da...
noch die Reliquie holen. Correctus. Meinetwegen können die mir schon gerne ein bisschen Nahrung geben. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass ich jetzt da was verkaufen sollte, um ehrlich zu sein. Oh, die Sachen. Fehlt mir noch ein bisschen was für. Aber auf jeden Fall sollte ich gleich... Okay, das ist... Salve. Reliquie bitte zurückbringen dann. Dann kann ich wenigstens ein klein wenig mehr Gold generieren hier. Okay, das ist sehr schön. Damit habe ich dann den Rambock. Zumindest einen Rambock. Ein Argo. Die Normannen greifen erneut an. Der Katepan bittet euch, ihm alle Männer, die ihr entbehren könnt, zur Hilfe zu bringen. Ja, ja, mache ich ja schon. Alter, komm. Ey, komm, die da schnell tot. Danke. Gut, der ist, geht da drauf. Sane, ein. Ein Argo. Einmal hier bitte hin, damit die. Damit der da heilen kann. Erneut an. Der Katepan bittet euch, ihm alle Männer, die ihr entbehren könnt, zur Hilfe zu schicken. Sehr schön. Ein. Sane. Impero. Porro. Comida. So, einmal hier bitte schnell. Das ist doch auch ganz gut. So. Damit baue ich ja langsam aber sicher mal meine Wirtschaft hoch. Das hätte ich vielleicht schon mal wesentlich früher machen sollen, aber hey. Ist jetzt leider so, dass ich es jetzt erst. Dass ich das Ganze jetzt erst geschnallt habe. Ein. Oh, hier unten sind noch welche. Ihr kommt dann
auch dahin.